Pässe, Ausrüstung, bla bla bla. Ich habe echt das Gefühl, das Spiel weist uns darauf hin, dass unsere Ausrüstung zu schlecht ist. Revelio. Okay, die Architektur kennen wir. Wo sind die Denkariumswächter? Das sieht auch so ein bisschen aus wie das Ding in der, die Karte quasi im Kartenraum. Nur, dass da noch ein bisschen was fehlt. Aha. Da kommt jetzt ein Tor da unten rein, oder? Ja, natürlich. Gut, wir müssen da offenbar hoch. Jetzt können wir das bewegen. Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Wirklich? Vielleicht ist der Torbogen die Lösung. Ach so. Gewagte These. Na, muss wahrscheinlich näher ran. Ach so, da gibt's auch noch sowas. Moment. So nämlich. Jetzt ist die Frage, ob wir das andere Ding auch noch brauchen oder ob das reicht, um da hochzuklettern. Das scheint erstmal zu reichen. Dann ist die Frage, wofür ist das Ding noch da? Ist das einfach nur für die Leute, die zu blöd sind, da hochzuklettern? Oder gibt es hier noch ein anderes Geheimnis zu sehen, zu entdecken? Mal gerade gucken. Wingardium Leviosa. Revelio. Ich wüsste gerade noch nicht wofür, aber ich check tatsächlich nochmal die andere Seite. Sicher ist sicher. Das ist eine Kiste. Ach so. Alles klar. Das nehme ich so. Ja dann. Hoch hier. Hoch da. Dann gehe ich davon aus, dass das genau das Geheimnis war. Und weiter geht's. Ja, ist wieder so eine Kotztreppe. Alles klar. Revelio. In Real würde mir auf so einer Treppe tierisch schlecht werden, glaube ich. Hier gibt es eine Truhe, die nehme ich gerne. Revelio. Und wie komme ich auf die andere Seite? Und dann fährt es wieder ein. Bleib erstmal draußen. Das ist halt designtechnisch so cool gemacht, tatsächlich. Ich mag das sehr. Ach, da kommen wir gleich wahrscheinlich von der Seite drauf. Ist klar. Erstmal wieder den Torbogen aktivieren. So, da ist eine Säule. Wingardium Leviosa. Die wir so nicht bewegen können. Diese Säule versperrt den Weg. Ach so. Ich muss sie verschieben. Ach so. Ah. Das Ding kann man auch noch drehen. Wingardium Leviosa. So ist zu. So ist offen. Aber wir müssen da doch auch noch irgendwie hochkommen, oder? Komm mal ein.
gucken, ob das noch irgendwas anderes ändert, als tatsächlich nur genau das hier. Kann man daran hochklettern? Nein, kann man nicht. Wie sieht das von der anderen Seite? Da kommt man so gar nicht hinter. Okay. Aber hier ist eine Truhe. Okay. Aber trotzdem, was hat es damit noch auf sich? Rebellion. Da ist auch eine Kiste. Hier ist sonst nichts mehr. Wofür ist die Säule da? Was kann ich mit der Säule noch machen? Und... Hä? Er hat das hier alles deaktiviert? Interessant. Bringt uns nicht wirklich auf die Höhe von dem Ding hier mit. Also es ist eher nur, dass er uns wieder, ja doch, er bringt uns ein Stückchen höher als hier noch. Also als, dass er uns da runterbringt quasi. Rebellion. Sonst keine Schalter, nur die beiden. Und wenn ich da drauf baller, passiert dann was mit der Säule? Nein. Sterben wir, wenn wir da runterfallen? Ja. Okay. Rebellion. Also, wir müssten irgendwie von der Seite da hochkommen. Weil nur hier ist irgendwie eine Lücke. Ja, wir müssen es auch noch aktivieren. So, wenn wir... Wingardium Leviosa. Ja, aber das wird runterfallen, oder? Oder geht das einfach so? Nö, dem geht's da gut. Ja, dann ist er einfach. Hättest mir das mal vorher gesagt. Ach nee, ich muss da durchlaufen. So war das. Was aber nicht geht, wenn... Wir können das so nicht durchlaufen. Wir müssen das so durchlaufen. Yep. Manchmal ist die einfachste Lösung die richtige. Ohne Lederhandschuhe, das hat sich ja richtig gelohnt. Gut, dann können wir doch jetzt eigentlich weiter. Gut, haben wir das. Next. Das wird doch ein Bosskampf. Mag der Crucio? Wie war das mit den Steinwesen? Was sollte man gegen die? Ich glaube, Expelliarmus wurde namentlich erwähnt. Gegen die großen Steinviecher? Wo sind sie denn? Das da müsste es ja wahrscheinlich sein. Denkarium-Beschützer. Die alte Magie, die diese Wächter belebt, konzentriert sich in ihren Waffen. Ohne ihre Waffen sind sie daher verwundbarer. Wenn ein Denkarius-Wächter nach der Entwaffnung mit einem mächtigen Angriff triffst, wenn du bla bla bla, fällt er auf die Knie und ist kurzzeitig anfällig für weitere Angriffe, bevor er wieder die Kraft hat, um seine Waffe zu beschwören. Das heißt, wir brauchen Expelliarmus.
Dann nehmen wir doch Expelliarmus. Na dann, auf geht's. Kozio. Expelliarmus. Leviosa. Essentia. Ich meine, jetzt sind ja schon mal alle verflucht. Also, wenn wir jetzt einen Avada Kedavra hätten, ne? Kozio. Oder lebt er noch? Ich dachte, der wäre schon im Fort. Das ist ja ärgerlich. Da ist er. Kozio. Sind die damit gelähmt oder? Wahrscheinlich nicht. Das wird die wahrscheinlich gar nicht passieren. Den haben wir schön zerschmettert. Den auch. Okay, das war gar nicht so dramatisch, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte. Rebellion. Da können wir drauf ballern. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Ich glaube, ich muss in beide Richtungen gehen. Da ist eine Truhe. Die können wir uns erstmal hier... Die können wir uns nicht rüberholen. Die können wir uns... Okay, dann können wir uns erstmal die Truhe holen. So. Dann können wir da rüber. Und uns die Truhe... Wingardium Leviosa. Überbeschwören. Dann haben wir da eine Sonnenbrille. Mehr ist hier nicht. Außer ein sehr bedrohlicher Steinwächter. Der aber glücklicherweise nur Show ist. Und du kannst dich nur in die beiden Richtungen bewegen. Ist das richtig? Können wir da durchgehen und dich dann drehen? Ich meine, ja schon. Aber das hilft jetzt auch nicht so sehr. Doch. Also gut. Hervorragend. Das war's schon. Rebellion. Okay. Oh, noch so eine Treppe, auf der einem leicht schlecht werden kann. Die sind relativ kaputt, die Steinstatuen. Das ist sehr gut, dann greifen die uns nicht mehr an. Moment, bevor wir da reingehen, die das nächste Tor aktivieren, einmal gucken, ob es schon was gibt. Nein! Gibt es nicht. Aber jetzt gibt es eine Säule, die wir wahrscheinlich verschieben können, sobald wir durch das Tor schreiten. Und da gibt es einen. Kozio. Das ist eine Säule, aber kein Vorsprung zum Fest. Expelliarmus. Ich habe irgendwie nicht die richtigen Zauber für die gerade drin. Da ist doch bestimmt noch einer, oder? Das ist ja lustig. Das ist eine coole Mechanik, ganz ehrlich. Dass auch die Gegner quasi
da verschoben sind. Dann nehmen wir mit denen und dann nehmen wir mal den. Und dann hauen wir den mal platt. Kurzio. Ja, es ist doch schon viel besser. Vielleicht geht's ja auf der anderen Seite vorwärts. Ich war gerade mitten im Kampf. Ich habe mich noch nicht darum gekümmert. Entschuldigung. So. Jetzt können wir dich verschieben. Wingardium Leviosa. Die Frage ist, wo willst du hin? Das habe ich noch nicht verstanden. Wir wollen da wahrscheinlich hoch. Wahrscheinlich wollen wir da hoch. Aber das funktioniert ja so nicht. Du stehst ja schon wieder völlig falsch. Ach, drehen kann man das Ding auch noch. Aha. Ah, okay. Wingardium Leviosa. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Gucken wir mal. Ist es möglich, einen dieser Blöcke durch den Torbogen zu ziehen? Ja, ist es. Die Frage ist, muss ich das tun? Weil gerade würde ich eigentlich einfach sagen... So. Ach so. Stimmt. Nee, dann muss er auf die andere Seite. Jetzt ist ja da oben das Ding weg. Wingardium Leviosa. Ja, er muss auf die andere Seite. Sehr gut. Aber ich kann ihn noch bewegen. Das ist... Nur hoch kriege ich den da wahrscheinlich nicht mehr, oder? Doch, schon. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich glaube, jetzt sollte man eigentlich nochmal wechseln müssen. Aber das macht ja nichts. Oh, dann haben wir hier erstmal eine wunderschöne Truhe. Und wir können rüber. Oder nochmal zurückspringen, wenn wir was vergessen haben. Aber ich glaube, das passt so. Sehr schön. Oh Gott. Es ist so cool gemacht. Du bist versteinert, du greifst uns nichts an. Und der Rest so? Die in den Ecken werden doch angreifen, oder? Also der da so zum Beispiel. Komm, trink! Expelliarm, Lazio! Und natürlich. Expelliarm, Lazio! Vertrinkung! Easy. Hier ist ein Tor. Okay. Dann gucken wir erstmal drüben weiter. Da geht's raus oder sowas. Da oben ist schon wieder eine Tür. Gut, da gucken wir uns erst den Torbogen an, wenn das Spiel das so möchte. Was ist das für ein goldenes Ei hier? Eine Schlange. Wahrscheinlich soll es eine Insel sein mit Wellen drumherum oder sowas. Hm? Kunst ist ja immer Interpretationssache. Aha. Aha. Da dürfen wir wahrscheinlich so nicht durch, ja? Habe ich das richtig interpretiert? Ja, dann müssen wir es wahrscheinlich... Entweder wir müssen es erst drehen oder wir müssen da durchballern, dass es sich dreht. Da oben ist eine Kiste, die ein Würfel ist, wenn wir von der anderen Seite gucken. Okay. Wingardium Leviosa. Da war ich zu langsam. Na nee, hat gepasst. Alles klar. Und für mehr ist es wahrscheinlich auch gar nicht da. Würde ich jetzt vermuten. Gut.
dann gehen wir weiter. Schön. Hier gibt es ja noch mehr von diesen goldenen Tellern. War es das tatsächlich mit der Prüfung? Ich habe nicht so viel mehr gelernt über die alte Magie. Aber vielleicht kommt das ja jetzt. Gibt es jetzt noch hier so einen Bosskampf, ja? 5 Mega-Power-Tränke, es gibt definitiv noch einen Bosskampf. Dann brauchen wir aber wahrscheinlich auch wieder was Grünes, was Lilanes, nehme ich mal von aus. Gehe ich mal von aus. Ich habe gerade das grüne Kuzio gesehen und dachte, ja, was Grünes. Alles klar, habe ich verstanden. Wird nicht so geil. Kuzio. Okay, haben wir den mal rausgenommen, das wird sonst zu ungemütlich mit den unsichtbaren Gegnern. Autsch. Ja, das ist das mit den... Ja, der Bagger kann sich... Okay, ja dann... Habe ich ja nicht mal eine Ausrede. Das war einfach nur dumm. Das hätte ich... Ich dachte, aus dem wären wir schon raus gewesen. Aber offenbar nicht. Wenn wir den weg haben, können wir wechseln. Okay. Jetzt aber. Gar nicht gut, aber ist vorbei. War ja klar. Brauchen wir erstmal alles drauf, was wir haben. Gerade nichts gegen. Zur Seite holen. Da kam noch was ganz anderes an. Ja. Können wir hier vielleicht den da wieder mitnehmen? Weite. Das her? Ich sehe da gar nichts. Also nicht, dass mich das gerade übermäßig stört, weil Stufe macht ja auch Schaden. Alles gut. Aber das muss ja nicht sein, ne?
Strategie holen können. Stufen. Jetzt hat er sich eingespielt, es kommt da nichts anderes mehr, oder wie sieht er aus? Die Pendel würde ich gerne mal ausprobieren, wenn er das war die falsche Taste. Wenn er das mit der Kugel gemacht hat, aber... Nicht. Ich hätte gedacht, vielleicht so wie beim Troll, dass das Ding einmal auf ihn selbst zurückgeschleudert wird. Aber das funktioniert leider nicht so. Kannst du einen anderen Eintrag zu dem Venkariumswächter? Weil ich glaube, den Angriff mit dem Flegel, den er da gerade macht, den hatten wir vorher noch nicht. Wo war es denn? Der Gegner. Gegner. Denkariumsbeschützer. Nee. Das ist er nicht. Venkariumswächter. Venkariumswächter. Die ultimative Prüfung für jene, die die tiefsten Geheimnisse der alten Magie studieren. Diese Wächter können nur von der Magie besiegt werden, die sie antreibt. Wenn sie alte Magie zu einem mächtigen Sphärenangriff sammeln, lasst die Sphäre explodieren um die Magie. Ja, das kennen wir ja schon. Das machen wir ja die ganze Zeit, wenn möglich. Aber er brennt ja auch nicht und sonst was. Gut, jetzt war ich zu sehr... Jetzt habe ich zu sehr auf die Keule geachtet. Oder auf die Keule fixiert. Aber was? Ja, man macht eigentlich nur so richtig Schaden mit den Kugeln, ne, wenn man die platzen lässt. Das alles andere ist hier eher so... Oder das macht auch ein bisschen Schaden. Ja, die Pendel macht eigentlich gar keinen Schaden. Das ist ein bisschen traurig. Das war die falsche Taste. Ach komm, wir brauchen die Pendel jetzt. Die alte Magie ist aber auch wieder. Da brauchen wir jetzt nicht dran sparen. Na, endlich. Wir müssen mal unsere Ausrüstung verbessern, glaube ich. Das ist nicht so gut. Wir müssen mehr Schaden machen. Also, sagst du, das Spiel uns ja auch die ganze Zeit. Ja, Ausrüstung verbessern. Und deine Werte. Du musst an den Webstuhl und so. Hat sich bisher nicht so gelohnt, aber vielleicht sollten wir das dann tatsächlich mal angehen. Ja, Moment, Denkarium schon klar, aber da ist eine Truhe. Das ist viel wichtiger jetzt als Denkarien. Und das ist auch wieder schlechter als das, was wir anhaben. Wir bekommen wirklich nichts mehr, was auch nur ansatzweise auf unserem Level ist. Erinnerungen. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen.
Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Schwierig. Also, das sind halt eigentlich Dinge, die die Zeit heilen sollte. Hat man mal von der Macht abgesehen, hat man das Recht, das zu nehmen und den natürlichen Heilungsprozess eher zu unterbinden quasi an der Stelle? Also, was geht halt noch verloren, ist ja auch so ein bisschen die Frage, die Percival da gefragt hat. Beste Ausrüstung und Türen werden. Ja. Geh mir nicht auf den Sack. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Ja, so ein Zufall aber auch. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Erzähl mir erstmal. Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Was heißt Ihr Handeln besser verstehen? Ich verstehe schon, warum sie das gemacht hat. Ich frage halt mich halt nur, ob man das tun sollte. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Hätte mich auch gewundert, wenn es direkt weitergegangen wäre. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Natürlich. Und neue Quests. Wo ist Winter? Gott, theoretisch will ich sofort raus und rumrennen. Na, Eule?
Eule? Erstmal EP. Und jetzt Eule. Na? Na? Keine Eule. Ich hab so sehr... Natürlich. Lati erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Mhm. Ich könnte dir auch meine gefangenen Tiere zeigen. Nur die eine? Na gut. Okay, ich werde allerdings jetzt eine Aufnahmepause machen, aber die machen wir natürlich nicht hier. Die machen wir im Raum der Wünsche, weil Tiere versorgen, Tiere ausnehmen, Pflanzen einsammeln, neue Tränke brauen. Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Bitte ja. Okay, nochmal zurück zu dem hier. Wir werden, ich kann ja schon mal rumlaufen und anfangen einzusammeln. Wir werden uns in der nächsten, wir können auch noch identifizieren, wenn wir schon mal hier sind. Das ist nicht die Stelle zum Identifizieren. Das ist auch nicht die Stelle zum Identifizieren, aber wir können hier direkt einen Mega-Power-Trick in Auftrag geben. Dann könnt ihr das noch ganz kurz miterleben hier. Ausrüstung identifizieren. Oh, das sind zwei Dinge bei, die besser sind als das, was wir so haben. Das können wir ja dann direkt anziehen. Ausrüstung. Ausrüstung. Das war nicht dabei. Das war dabei. Hinterhalt. Erhöhter Zauberschaden während versteckt durch Desillusionierung. Aber ist doch sowieso quasi instant der... Ja. Ja, natürlich. Tu mal weg. So, und dann war da noch ein Schal, der besser war, oder? Ja, da auch wieder Hinterhalt und Konzentration. Aber der da ist stärker. Zieh bei den an. Gut, passt. Der Rest dürfte alles schwächer sein, als das, was wir haben. Wir müssen dann wieder verkaufen gehen. So, ich gehe brauen, ich gehe Tiere versorgen und ausnehmen, ich gehe Pflanzen einsammeln und so weiter, damit das hier alles wieder ein bisschen voller wird. Wir haben ein bisschen was verbraucht, vor allen Dingen Mega-Power-Tränke brauchen wir neue. Aber das war's erstmal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Da ist ein wunderschöner Clipping-Fehler in dem Schal. Und bis morgen.